Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8 und in diesem Video passiert Folgendes. Moin, so willkommen zum großen Minecraft-Meeting. Aber man könnte es auch so machen wie bei Hermit's Craft, dass wir einfach alles abbauen und 20 Meter daneben wieder aufbauen. Weißt du, wie krass? Bevor es jetzt losgeht, falls du neu bist, mich noch nicht kennst, würde mich freuen, wenn du nicht vergisst, den Kanal zu abonnieren, weil dann landen alle weiteren Videos in der Abo-Box und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus wäre auch immer wahnsinnig lieb. Vielen Dank, wenn du daran denkst, jetzt geht's los mit der Folge. Feierliches Dirt regnet auf euch herab. Kann sich keiner entziehen. Auch fuck mich. Wir müssen auf jeden Fall so ein. Wir haben mich schon wieder gehauen. Wir müssen auf jeden Fall so einen Henkerplatz machen, wo Tod durch Amboss passiert. Ich habe so Kopfschmerzen. Kann jemand dagegen was machen? So ein Schafott. Wir können Patrick kurz fragen, ob der ein bisschen rumschreit. Ist besser? Jetzt haben wir Syndica und Patrick reingelassen. Das war keine gute Idee. Patrick hat übrigens eben den größten Korb der Welt bekommen von Syndica. Die hat mehrfach gesagt, dass sie ihn nicht attraktiv findet. Sehr geil. Joe hat da irgendwas im Gesicht. F. Ja. What the heck? Das kann man nur mit einem Schwertfeedback machen. Okay, warte. Darf ich auch mal? Ich versuche auch nochmal. Leute, seid ihr wahnsinnig. Vielleicht mit einem Pfeil. Leute! Versuch mal mit einem Pfeil. Was ist das? Zum Kuckuck! Also ich will seinen Kopf haben. Ich glaube, das geht. Murder Spark. Oh. Na gut. Oh, Jemini. Klim! Hallo! Klim, Junge! Oh Gott. Warum? Aber sein Kopf war leider nicht dabei. Ich wollte den Kopf haben. Was ist hier mit der Kälte? Ich hab den jetzt. Stopp, ich will den auch haben. Zu euch? Glauben oh, geil, Elytra. Das geil. War so dumm von dir. Von mir? Jetzt. Hat jemand die Elytra eingesammelt, dann bring ich sie dem Joke mal vorbei. Das wäre nett. Okay, ich bin auf dem Weg. Was hast du dem gerade gezeigt? Unsere neuen Finanzcomputer, den ich eingebaut habe. Klim, den musst du auch mal gucken. Redinator oder sowas. Was ist der Serious Dedication Erfolg? Das ist die wenn du den Netherite Tor hast. Ja, kann ich hab die auch mal ganz kurz halten? Guck mal, Sinus ist sogar da, der kann mitmachen beim Meeting. Geil. Und dann passt das. Baby? Ja? Ich segne dich mit dem heiligen Ho. Mit dem heiligen Ho. Oh, du hast es. Ach, du hast es. Mein Gott, erste Folge Craft Attack mit dir zusammen. Da habe ich dir das Ding doch schon gegeben. Stimmt. Joe, ich hab noch was von dir. Also, ja. Jungs, Mädels, passt auf. Ich begrüße euch zum heutigen ersten offiziellen Meeting zum Projekt Pogwarts. Wir bauen das fetteste Projekt in ganz Craft Attack. Und es wird jetzt halt down to earth werden. Wir können uns jetzt heute mal so ein paar Gedanken machen, wie wir das Ganze hier abstecken am besten. Was für ein Baustil und so weiter. Hey, und schon gesagt, dass wir am besten. Ich habe meine Kontaktlinse verloren. Klim, kannst du einfach aufstehen? Ich glaube nicht. Guck, wenn ich hochspringe, bleib einfach im Boden, bitte, okay? Ich slide, wir okay. Wir können uns auf jeden Fall heute mal Gedanken machen, so wie wir das Ganze hier unterteilen in Aufgaben und so. Aua! Und was quasi so Stand der Dinge ist. Also, ich habe mit Felix jetzt hier schon sehr viel Terraforming gemacht. Und wir haben auf jeden Fall ja unglaublich viel Platz jetzt hier. Andy, du siehst ja, wir haben noch mal ein bisschen erweitern können. Taggart. Seht ihr auch noch meine Füße? So, Klim, ich reicht's ja. Wenn du jetzt noch einmal dazu gehst, dann bring ich dich um. Was ist hier los? Hilfe. Mann, du Affe, komm aus dem Boden raus! Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Einmal sneaken, dann ist weg. Ich will, aber dann bin ich ja nicht mehr besonders. Ich bring dich gleich bei mir schaust du übrigens ganz normal aus. Bitte! Oh. Es ist immer lustig, wenn jemand ganz normal rumrennt und so tut, als wäre er besonders. Und so ja, sah es gerade aus. Ja. Genau, also dass wir heute auf jeden Fall mal schon mal ein bisschen unterteilen können. Und ja, wir quasi schon mal uns Gedanken machen, wo was hinkommt. Am besten gehen wir mal ganz kurz auf einen hohen Punkt hier oder auf einen höheren Punkt, vielleicht hier oben auf den Baum oder so, dass wir mal ein Stück weit bessere Übersicht haben. Ich glaube, das reicht gar nicht. Warte mal, ich zieh mal ganz auf der Plattform, dass wir uns mal Übersicht verschaffen können. Ja, mach das mal. Und dann können wir auch mal doch alles gut sehen. Was? Warum von deinem Haus aus? Ja, das stimmt, aber jetzt ist auch zu spät. Okay. Die Kerl Raumschiffe aus einfach. Nein, warum, Joker? Joe, kannst du kurz einen Redstone-Aufzug da hochbauen? Ja, klar. Nein, wir sind bitte nicht. Okay, lass uns mal alle hier hochgehen. Okay, alles klar, ciao. Joecraft, hör bitte auf, mich zu töten, bitte. Mann, Leute! Können wir nicht einfach... Digga, ich werde es jetzt wieder nicht schaffen, da oben zu landen. Alter, nicht! Digga, Mann, ist das stressig hier. Zinus, hallo? Guck mal, ich hab die... Yo.
Okay, geil. Virus, hallo. Ey, Jungs! Mann, jetzt bitte wirklich. Komm schon. Aber ich hab nicht lange Zeit, ne? Kommst du, Minuten. Kannst du ja, wir machen das gerade auch richtig effizient immer. Hier, die Besprechung. Also ja, richtig ja. Effizient. Ja. Jetzt reißen uns mal alle am Riemen und halt die Klappe und lassen mal den Rivi reden. Und dann also können genau. Wir nachher immer noch wir haben ja hier, wir haben ja hier ein riesiges Grundstück mittlerweile abgesteckt. Das ganze Tal da hinten, das wird Gamers Time tatsächlich, dessen wird sich Gamers Time annehmen. Und da wilde Bauwerke erbauen, Farmen und sowas. Unser Hauptaugenmerk liegt quasi auf dieser Fläche hier. Und ich finde es relativ nahbar, wenn jetzt das Raumschiff von Kev verschoben wird. Demnächst, ja. Da machen wir doch eine Abstimmung, ne Spark? Abstimmung im Discord, am besten alle, wer es nicht getan hat, jetzt mal dahin gehen. Ist genau, dann können wir alle schon mal dafür stimmen, weil das macht ja Sinn. Also ich stimme da mal dagegen, ja. Oder? Ich persönlich habe tatsächlich dagegen gestimmt, aber das ist eine andere Geschichte. Echt jetzt? Ja. Aber du behinderst das Projekt, wo du mitspielst. Also wir könnten das auch übelst easy einfach woanders bauen. Finde ich falsch. Ey, Digga, Mann, Leute. Aber man könnte es auch so machen wie bei Hermitcraft, dass wir einfach alles abbauen und 20 Meter daneben wieder aufbauen. Weißt du, wie krass? Ja, muss ja nicht sein. Nein, also wir könnten auch hier so eine Andockstation fürs Raumschiff aber Klim, ich fände es ganz geil, wenn du das Ganze noch changen würdest, dein Vote. Nee. Warum denn? Weil ich persönlich komplett dagegen bin, World Edit in einer Singleplayer Survival Map. Also in der nicht Singleplayer. Es ist Multiplayer. Es ist halt erstmal ist Multiplayer Klim und zweitens muss ich dir auch kurz erklären. Kev hat sich auch hier sehr spät erst angesiedelt und einfach drauf losgebaut quasi, ohne ein letztendliches Go zu bekommen. Die Konsequenz wäre jetzt, man sagt ihm halt, wir reißen es ab. Es ist schwachsinnig, deshalb würde ich halt sagen, dass es so der fairste Weg ist. Und es also. Es leidet niemand drunter. War hier, bevor dieses Projekt starten ja, wollte. Ja, aber hier standen noch Schilder. Südlich, hier standen noch Schilder von wem anders. Südlich und östlich und südöstlich von hier aus gibt es mehr als genug geile Fläche, wo man auch sowas bauen könnte, wie wir das vorhaben. Ja, finde ich nicht. Doch, gibt es sogar noch geile Orte. Also wir haben hier eine richtig geile Fläche in meinen Augen. Jetzt habe ich ja, ey, also wenn das gut. Gewinnt, das sieht ja aktuell danach aus. Bin, ich muss meine Reaktion wegmachen. Ich rumwurzeln, werde da nicht meckern oder so, aber das ist halt meine Meinung und meine Ansicht. Also in meiner Ansicht nach sollte in einem Survival-Projekt nichts mit World Edit gemacht werden. Wenn jemand das anders sieht, ist cool. So, also. Aber meine Meinung wirst du da leider nicht ändern können. Okay. Gut. Dann geh hier runter. passt auf, also. Genau. Ich bin wir haben hier vorne, schon gerne am Projekt, so ist nicht. Wir haben hier vorne diese drei, guck mal, das hatte ich mir überlegt, Felix und Andy. Wir haben hier vorne diese drei Lanzungen quasi. Oder diese zwei zumindest schon mal. Und ich finde ja. Die rechte. Dieser rechte Sockel gibt schon mal was unglaublich Geiles her für irgendwie einen fetten Magierturm. Und das linke Stück könnte theoretisch das Gebiet werden für das Hauptschlossgebiet. Und das würde vielleicht mit einer Kette oder mit einer kleinen Brücke oder sowas dazwischen zu verbinden, wäre doch schon mal ganz geil. Also dass man quasi sagt, das hier, das Gebiet, wo ich gerade mit Andy hier bin, dass das hier quasi das Hauptgebiet ist. Und hier oben, das hier, könnte ein richtig fetter Magierturm werden. Nur eine Anmerkung, Richtung, du musst nur den Berg anschauen, der ist sehr windig, wenn dann müsste man den Berg wahrscheinlich noch stabiler machen, weil wir so einen fetten Turm draufstellen und dann steht er auf so einem kleinen Glanzzone. Ja, man kann ja zum Beispiel das halt mit, auch so. Mit so geilen Elementen das Ganze irgendwie supporten. Stützen in den Berg, ne? Stützen, richtig, ja. Genau. Okay, nee, aber dann bin ich dabei. Ja. Dann bin ich dabei. Genau. Also ich würde dem Projekt beitragen, so auf so Patrouillen, die auf einer Mauer hin und her laufen. Dafür brauchen wir allerdings gerade Strecken. Und ich kann ein Eingangsportal großes bauen und ich hätte vorgeschlagen. Also gerade Strecken ist immer schwierig, glaube aber gerade halt, also beim Tor. Also ich würde zum Beispiel schon mal sagen, das Haupttor können wir, schaut mal, drehe ich mal alle um. Das Haupttor im besten Falle mit einer geilen Treppe, die hier hochgeht, plus Zugbrücke hier vorne irgendwie. Und hier wäre genug gerade Strecke halt. Links und rechts da zum Beispiel eine Patrouille zu machen. Die Mauer muss sich halt ein bisschen integrieren hier in das ganze Projekt. Das Tal hier wird noch ein bisschen designt werden und da kann auch noch was reinkommen. Mhm. Aber dass wir das schon mal so ein bisschen layouten quasi. Und also dass wir schon mal, ja? Ich fände eine Mauer, die sich dem Gelände anpasst, geiler als Patrouillen. Ja, also das ist nicht unbedingt für Patrouillen gerade. Definitiv, definitiv. Aber an ein paar Stellen können wir das ganz gut machen. Ja, auf dem Burgtor oder so geht das ja auch ohne Probleme. Richtig, genau. Also hier halt ein Haupttor hin. Dann fände ich es ganz geil. Schaut mal hier. Dieser Bereich hier hatte ich mir gedacht, wo ich gerade stehe. Hier vorne, andere Richtung. Hier, kommt mal zu mir. Hier, warte mal. Genau, da wo Rotpilz gerade ist. Zwischen dem Magierturm und dem Hauptschloss, dass man hier eine ganz geile Treppe, Tor, Eingang, was auch immer nach unten machen könnte. Halt zum Gebiet von Spark rüber und zu Fabo.
und diesen kleinen Weg hier vielleicht, diesen kleinen See, eventuell noch bis hinten zum Meer durchzieht, weil... Uff, da ist kein Platz mehr, ganz ehrlich. Bis zum Meer schwierig. Nee, meinst du nicht? Also auch wenn nee, wir hier ist ein ganz, 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 ganz dünner Platz nur zwischen unseren beiden Basen. Ja, das stimmt. Ja, den Wald... Oder vielleicht... Oder ein Kanal, der durchgeht. Also quasi so ein aber Kanal. Hier, ich werde hier hinten auch noch die Base vergrößern auf dem Ozean, ne? Das wird alles aufgefüllt. Wenn wir dann okay. Betonkanal über und wenn du da hinten deine Base erweiterst, kannst du ja so eine Brücke über den ja, Kanal bauen. Ja, das geht dann. Ja. Wenn ihr unbedingt einen Kanal machen wollt. Genau, eine Sache noch, schaut mal ganz kurz da, wo ich eben stand, wo wir eben gesagt haben, da vielleicht eine Treppe runter. Da ist ein riesiger Höhleneingang. Ihr seht das vielleicht schon. Ja. Ja, da können die Monster rauskommen. Richtig, genau. Kommt mal zu mir hier, wenn wir da einmal ganz kurz durchsteppen. Ist das die sogenannte okay, Kanalisation, so ein Tunnel-mäßiges Ding? Ich wollte was anderes sagen. Ja. Wo dann quasi halt einmal hier das Ganze im hier vorne in der Ravine endet. Und die Ravine, wenn man sich jetzt mal durchschaut, wir können jetzt mal die ganze Ravine abfliegen. Die fliegt dann quasi einmal bis hinten zur anderen Seite vom Meer. Also man kann die einmal komplett durchfliegen. Das heißt, wir haben quasi einen kompletten Fluss, der in beide Meere enden könnte, wenn man das wollen würde. Boah, genau. Ja, wäre geil. Man auf der Ringe da. Diese macht Szene jetzt so macht, geografisch so nicht unbedingt Sinn, weil Flüsse ja mal von Bergen zum Tal fließen, aber ja. Ja, man macht das Minecraft. Wir wollen ein riesiges Raumschiff wegschieben, also. Ja. Hier ist Konohagakure neben einem Industriegebiet und dazwischen ist ein Schloss. Ja, warum nicht, Digga? Also, es passt rechts daneben stehen Among Us, Leute. Also wir sollten jetzt nicht gucken, ob der Fluss wirklich von einem Berg kommt. Richtig, genau, genau. Revi, was hältst du davon, wenn man das wie bei Herr der Ringe so macht, dass man Weinkeller hat und man hat da so ein paar Fässer drin und Boote drin und dann drückt man auf den Knopf und dann fällt man da in diesen Fluss da rein. Finde ich cool. Finde ich geil. Mag ich die ja. Idee. Dann Felix, darf ich mir bei dir aus dem Shop mal eine Menge Wolle kaufen? Ich habe noch super viel Wolle übrig von denen. Farbige Wolle auch? Ja, farbige Wolle und Mass. Ja, ich würde sagen, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal den Grundriss auf dem Boden abstecken. Das wollte ich gerade machen, genau. Das wollte ich gerade, okay. Kann ich auch noch mal was kurz dazu sagen? Nein, Zinus. Nee. Okay, cool. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde die Fläche einfach zu klein. Ich habe auch schon große Burgen und so gebaut, so. In Minecraft-Projekten haben wir ja teilweise alle schon gemacht. Findet ihr nicht auch, dass die Fläche einfach ein bisschen zu klein ist? Ich finde es auch klein eigentlich. Weil, wenn ich ehrlich bin... Nein, Alter, wenn ihr das detailliert bauen wollt, dann müssen wir aber alle zusammen bis nächstes Jahr Oktober durchziehen. Also Castle... Wenn ihr das detailliert... Also gut, vielleicht habe ich ein anderes Level detailliert als ihr, aber... Vor allem, wenn du unterirdisch und innen drin alles ausbauen willst. Genau. Ja, dann ist das... Also ja, vielleicht habe ich einfach einen anderen Anspruch am Detail. Aber guck mal, Castle, ne? Meine Burg damals, die war doch größer als die Fläche, oder nicht? Und die war auch detailliert gebaut. Nee, glaub, nee, das die war nicht so. Das ist schon ziemlich groß. Das ist schon ziemlich groß. Ich glaube, du unterschätzt das, Zinus. Okay. Darf ich uns auch hinweisen, es gibt ja auch noch eine andere Länge, ne? Wir können ja auch nach oben bauen. Dem unteren Bereich, ja, richtig. Ja. Das? Okay. Zinus, meinst du Burg und den unteren Bereich zusätzlich? Also, wo die. Nee, nur die Burg oben drauf. Nee, die war. Das ist doch riesig. Das ist riesig groß. Okay. Also, wenn wir jetzt wirklich halt sagen, pass mal auf, warte mal, ich stecke jetzt mal hier ganz kurz. Wenn wir jetzt mal sagen, einfach mal irgendwie so. Keine Ahnung, also dass man jetzt mal hier mit blauer Wolle. Warte mal, Felix, zieh mal ruhig bis hier vorne, würde ich sagen. Dass wir hier quasi das Schloss/Bergfried-Ding draus machen, wisst ihr? Heißt ja nicht Burgfried? Burgfried, Bergfried kann man auch sagen, oder? Ja, das heißt Bergfried gibt's auch. Ja. Ich weiß nicht, eine Frage, ich habe keine Ahnung, wie es genannt wird. Man wirklich sagt, so man macht halt. Aber das der Berg, liegt ja eigentlich auf einem Berg, ne? Also das ist der höchste Punkt eigentlich. Weil es macht vielleicht kann das aber hier, ist ja auch ein Fantasy-Ding, vielleicht kann das auch hier gerne der Magierturm sein, ne? Bekommt die Burg auch noch eine Freiheit? Eine Freiheit? So, jetzt ist wieder los. Die Ortschaft, also es gibt noch eine Ortschaft innerhalb der Burgmauern. Ja, auf jeden Fall. Hier ist ja noch genug Platz für den Innenhof. Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die orangenen Dinger als gesamten Grundriss für die, für die Mauern, dann ja, chillig, können wir das hier ganz geil eigentlich als Ding da, was du gesagt hattest, was auch immer, benutzen. Genau. Freiheit, ja, genau. Hashtag Freiheit. Und dann könnte man was, halt hier... Was ist, was du hier blau abgesteckt hast? Rechts, also das Blaue ist das komplette Gebiet des Bergfrieds. Beziehungsweise das Kann ich mal ganz kurz Wolle haben? Ich würde einen Gegenvorschlag machen. Größer sogar noch.
Ungefähr genauso groß, aber ein bisschen umverteilt. Ich dachte, der Bergfried wäre nur der mittlere Turm oder so. Ja, kann ich noch blaue Wolle haben, dann skizziere ich das kurz an mit Strichen. Mach mal gerne, aber lass mal gerne unseres noch da. Ja, mach ich. Schau mal, dann würde ich mal ganz kurz, Andy, siehst du, was ich gerade hier mache mit der roten Wolle? Ja. Dass wir halt hier quasi in dem Bereich den Magierturm, irgendwie, den Magierturm irgendwie als wirklich mit höchsten Punkt bauen. Vielleicht sogar, ne? Also Revi, wo du das gerade machst, wäre es nicht sinnvoll, auch Taskforce zu bilden, dass man sagt... Auf jeden Fall, das sollten wir gleich noch machen, definitiv, ja. Zu denn wenn jetzt können wir ja nicht bauen, wir können maximal ja noch 100 Böcke, glaube ich, oder so gehen. Ne, da unten, von da unten ein bisschen mehr, aber allzu hoch geht es ja nicht wegen der Bauhöhebeschränkung. Ja, aber wir haben trotzdem noch gut Platz nach oben. Ja. Wir hatten überlegt, ob wir diesen Magierturm eventuell oben noch eine kleine Uhr einbauen mit Blickfeld auf die ganze Anlage. Also so eine Art runde Uhr mit Ziffernblatt dahinter. Meinst du, das ist machbar? Ich hätte es jetzt eher so vorgeschlagen, weil dann ist es ein bisschen rechteckiger. Und man hat an der rechten Seite vielleicht noch Platz, also an der rechten Seite dabei Kevin. Für Gärten oder sowas, ne? Ja, oder ich dachte jetzt an einen Pferdestall oder so. Stallungen würde ich eher in den Fried einbauen, nicht direkt so in die Burg. Aber ja, finde ich eigentlich besser. Finde ich sogar ganz cool. Was sagst du dazu, Andy? Ja. Hat jemand XP-Flächen dabei? Das ist ein bisschen mehr gebäudeartig als so ein. Das andere war. Ich habe das Ganze auch nur als Richtlinie gesehen, aber ja, letztendlich ist die Form so besser. Mhm. Ein bisschen mehr Klarheit reinkommen. Wo war denn gleich wieder der Weg, wo wir kommen wir rein? War das hier zwischen Rot und Blau? Soll ich den anderen. Zwischen Rot und Blau könnte man halt noch einen Turm machen. Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen das. Den Turm quasi nur komplett oben, ne? Und nicht da unten noch. Tino, kannst du mal die Wolle da unten wegmachen? Hat jemand Eisen? Ich wollte nicht gerade eine Schere machen für die Wolle. Jo, ich geb dir eine. Ja. Nee, leider gerade nicht. Felix, kannst du mal kurz gucken? Dass wir hier die einmal so, dann würde ich es nämlich halt so umskizzieren, glaube ich. Dann können wir nämlich das, was hier rot ist, können wir dann als Tor, als zweites Tor nutzen quasi. Ne? Was meinst du gerade? Schau mal hier. Tim, hast du XP-Flächen? Ich mach das hier mal schwarz ganz kurz. Dass man halt sagt, man macht halt hier nochmal eine Art Torhaus hin. Ein großes, was so zwischen den beiden Gebäuden eingefriedet ist, so wisst ihr? Mhm. Andy, Meinung? Ich schau gleich, gib mir eine Sekunde, ich brauche einen anderen Blickwinkel, deswegen bin ich kurz auf der anderen Seite, nicht wundern. Der, also es wäre dann halt nicht der Haupteingang, sondern quasi der Hinterausgang, wenn man so will. Okay, Revi, wo ist der Haupteingang? Willst du da ein Eingangsportal mit reinbauen? Ja, den Haupteingang, wartet mal ganz kurz. Oh Gott, Digga. Haupteingang im Westen. Aber ist hier nicht eigentlich die Hinterseite, wo der Haupteingang hin soll, so? Richtung Petrit? Ja, weil das ist ja eigentlich so Rückseite. Spawn oder Shopping District ist ja alles auf der anderen Seite, ne? Ja, also ich würde halt, also, ja, wir können auch zwei gleich große Tore bauen. Ich würde halt nur sagen, dass halt das hier irgendwie dann in der Region so Haupteingang mit unglaublich geilen Türmen rechts, links, mit Patrouille drauf sein kann. Warum ich das geil finde als Haupteingang da? Weil man kann dann eine Straße bauen zu Kunga und Co., eine Straße zu Revi nach oben, eine Straße, richtig, die weiter gerade nach außen geht, zu Tintika und Early Boy und das dann auch noch mit dem Castcrafter anschließen. Ich hatte noch vor, ich erzähle das auch mal ganz kurz, mit hier die orangene Wolle, hier links in der Ecke noch eine kleine Hängebrücke halt drüber zu machen, zu mir rüber. Das könnte man eigentlich irgendwo das Tal hier noch drüber machen. Ja, das finde ich auch cool. Genau. Und dass man halt dann hier schon mal quasi den Haupteingang hat, genau. Jetzt müssen wir uns halt noch Gedanken machen, was brauchen wir noch? Stallungen auf jeden Fall, wichtig. Ganz kurz eine Frage, was ist das Schwarze da, was ihr eingezeichnet habt? Das Schwarze sind nur mal so anskizzierte Tore. Was ich noch cool fände, wäre, wenn wir in der Burg irgendwo im Burghof oder ob es jetzt hier auf dem Burggelände ist, halt noch einen Markt oder sowas bauen würden, so einen mittelalterlichen Markt. Finde ich geil. Ich habe noch ein Gebäude, was komplett total fehlt aktuell. Ja, okay. Das war eine kleine Kaserne. Kaserne auf jeden Fall auch. Hier hinbauen. Gegenüber von dem Magierturm könnten wir hier die Kaserne hinbauen. Habe ich auch gerade gedacht, auf dem Berg hier oben. Und dann hat man in der Mitte auch schon Platz für Burghof. Dann, da müssen natürlich nimm dir mal ganz kurz hier, Klim, hier liegt orangene Wolle. Nimm dem orangene Wolle, liegt unten, kannst du schon mal skizzieren. Jetzt mal ganz kurz. Wir sind ja ein bisschen an Hogwarts, also quasi an Hogwarts angelehnt. Was natürlich auch geil wäre, wenn wir vielleicht eine Raum. Lord Voldemort.
wo wir ein paar Zombies machen. Den geben wir richtig OP-Tools, also, keine Ahnung, Diamantenrüstung, Superschwerter etc. und Name-Tag, dass nicht die spawnen. Und es gibt irgendwo dann so einen Notfallknopf. Und wenn man den drückt, dann öffnen sich diese Kammern und dann durchströmen die Burg. Und falls es Eindringlinge gibt, so. Fände ich so geil, fände ich so geil. Ja, einfach so eine Taskforce. Also ein Ring gibt an Trimax. Dann nennen wir diesen Knopf hier, wie dieser, dieser Zauber heißt, da aus dem letzten Harry Potter, wo... Phoebe, hast du nochmal Wolle für mich? Bitte? Was brauchst du für welche? Ich würde jetzt den Marktplatz... Ich würde dich einfach sagen, machen wir um den Beacon herum, oder? Nimm mal hier, schau mal hier. Ja so ungefähr, so ungefähr, genau. Leute, ich würde sagen, das hat nicht wirklich was mit Hogwarts zu tun, außer den Namen Hogwarts. Ich bin oben auf der Plattform. Rechts, da was wir da haben, dieses unglaubliche, riesige, da wo halt dieser orange Strich ist da rechts, ne? Mhm. Wenn man da quasi ein großes Tor hinmacht, aus Holz auch, was quasi die komplette Schlucht nochmal versiegelt, weil die wäre dann von rechts mit der Palisade befriedet und von links dann nochmal mit einer anderen Mauer. Und man könnte dann quasi vielleicht sogar über die Schlucht noch teilweise hängende Gärten, Häuser oder sowas drüber machen. Also dass man das rechte Ding quasi noch als Eingangstor nimmt, ne? Nicht nur als Tor, du könntest einen kleinen Staudamm daraus bauen. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, genau. Ich finde, die Brücke ist noch so ein bisschen nah hier irgendwie an der Klippe dran. Ja, die muss auf jeden Fall nach links rüber. Die muss auf jeden Fall nach links rüber. Ja, safe. Vielleicht brauche ich auch gar keine Brücke, weil guck mal, theoretisch kann ich auch da oben einfach ein Torhaus machen. Siehst du das da rechts? Da so halt, weil ich bin ja jetzt schon verbunden mit der Landmasse. Checkst du? Ja. Also vielleicht braucht da gar keine Brücke hin, kann man ja überlegen. Das könnte aber auch so ein Bereich sein, der nicht so ganz öffentlich ist. Also da gibt es so eine Brücke, die ist eigentlich schon halb kaputt. Und so eine Öffnung, die geht so über irgendeinen Geheimgang auf und dann kannst du da rüber flüchten oder andersrum zurückflüchten. Das ist ein bisschen so was Geheimeres ist, könnte ich mir auch gut vorstellen. Finde ich geil. Finde ich cool. Ich fände noch eine Kerkeranlage, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ja, natürlich im Boden der Kaserne, wo sonst, ja, ne? Richtig, ja, genau. Was sagt ihr so zum Grundplan der Kaserne? Finde ich cool, dann kann man nämlich den Rest halt mit kleineren Häusern spicken, mit Hufschmied und sowas, ne? Ich habe darauf geachtet, dass man quasi hier noch genug Platz zum Tor hat, dass man hier rein rausgehen kann. Ja. Und dann könnte man quasi hier so einen Weg nach oben machen. Hier so einen Weg nach oben und der würde dann zeitgleich hier oben so in das Magierhaus führen und auf der anderen Seite direkt in die Kaserne. Also es ist ein Eingang in der Kaserne hier oben ist. Ja. Und dass es vielleicht hier unten noch einen zweiten Eingang in die Kaserne gibt, dass das Haus hier halb in und auf so einem Berg steht, dass man dann hier aus auch hingehen kann. Und dann ist man halt Vorschlag, wir wollen ja der Magierturm wird ja quasi auch unser Berg oder Burgfried, der so die letzte Verteidigung ist. Was haltet ihr davon, wenn wir die Kaserne schon so ein bisschen burgturmartig machen und man im oberen Geschoss von dieser Kaserne erst mit über eine Brücke in diesen Bergfried reinkommt, dass man den Bergfried von unten gar nicht betreten kann. Finde ich sehr cool. Man könnte unten in den Magierturm auch der Kerker vielleicht rein. Ja. Unten im Tal haben wir riesige Farmen von G-Time, Weizenfarmen und sowas, geile. Aber halt innen drinne halt natürlich auch noch ein bisschen was. Was hast du da unten drunter? Ich wollte dich fragen, weil du halt gerade daneben standest, hier drinne. Nicht viel, warum? Weil dann könnte man da rein so eine kleine Brauerei bauen, in der es auch eine Treppe nach unten gibt, die dann so eine Brauerei braucht ja auch so eine Kanalisation, die dann auch direkt mit in die Kanalisation unten anführt. Aber Klim, da könnte es auch noch Hängebrücken geben und Wege und so, dass diese... Ja. Also wir müssen halt sowieso, alle Gebäude müssen eh durch Geheimgänge verknüpft werden, so, das ist ja klar. Wir brauchen auch eine Schatzkammer, ne? Also ich denke mal, das ist auch klar, oder? Ja, die machen wir natürlich rein ins Schloss. Klim, dafür kann ich das Gold geäußert hast. Ich weiß nicht, kennst du die Stelle aus Hobbit? Ist nicht Herr der Ringe, sondern aus Hobbit. Diese Stelle, wo sie da durch diese Fässer fliehen. Ja, und genau sowas stelle ich mir gerade vor. Wenn wir diese Schlucht haben, wo Wasser drin ist, wenn wir das da stauen, ja? Kann man das so richtig so genauso machen, dass man auch so einen Exit hat, so einen Notausgang. Stellt euch mal vor, wir werden angegriffen. Dann stehen da Boote bereit, ihr springt da rein, drückt einen Knopf und werdet rausgespült aus der Burg hier. Finde ich geil. Mach. Kannst du es jetzt machen? Mach. Kann ich jetzt schon auch Ja, Kerker haben wir schon. Kerker, also, und natürlich halt die ganzen Mauern irgendwie befestigt mit Slime-TNT-Kanonen, auch klar. Ja, wir brauchen natürlich auch hier und da so einen Soundtrack, der spielt, ne? Das mache ich nicht schlecht. Biocraft. Da werde ich mich definitiv einbringen, mit ganz viel. Also zum Beispiel ist geplant, dass auf dem Turm, wenn da oben eine Uhr ist, dass da vielleicht Glockenspiel klingt und wenn man die Burg betritt, soll irgendwas aus Harry Potter abgespielt werden, das ist geplant. Der Computer Strike, da ist er. Ja, der kommt genau, da wahrscheinlich. Und ich würde mir vorgeschlagen, gerade hier den Beacon in so einem fetten Brunnen zu haben. Ja, können wir auch noch machen, auf jeden Fall. Also Beacon in der Burg zu haben, why not? Und auch natürlich einer im Magierturm, den man halt auch mit Glas, das fände ich ganz geil, Joecraft.
wenn man von den Beacon verschiedenes Glas knallen kann, damit die Farbe sich ändert. So ja, durchschauen. Wenn wir angegriffen werden, machen wir rote Farbe ran, oder? Genau. Sag mal, die Beacons, die gehen doch bloß bis ans Baulimit, oder? Die gehen ja nicht. Das heißt, wenn wir den Turm bis ans Baulimit hochziehen, sieht man den Beacon nicht mehr. Ja, aber den Turm bis ans Baulimit hochziehen. Magische Quelle. Die Beacon gehen über das Baulimit, ne? Rauskommen. Ja. Also den Turm bis ans Baulimit würde unproportional as fuck aussehen, das passt nicht. Ja, gut, ja, da gebe ich dir tatsächlich recht, das Ding ist höher als gedacht. Vorhin hat jemand geäußert, dass wir gar nicht so viel Platz haben nach oben. Das war eine Wir haben über 140 Blöcke. Ja, wir haben 140 Blöcke. Ja, also das ist kein Problem. Einer von euch, vielleicht zum Beispiel Spark, der das kann, sollte am Ende, wenn wir fertig sind, auch die Kerker gebaut haben, in die Nähe der Kerker einen Elder Guardian reinstellen, sodass dann quasi wer da drin gefangen ist. Das ist die ekelhafteste Aufgabe überhaupt, ne? Was? Ja, eben. Ja. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ich dachte, dass du das machen musst, Spark. Nee. Ich mache Amos Stand Creations. Das ist genauso ekelhaft wie Fummelarbeit. Ja. Hattet ihr euch schon geeinigt, auf welchen Blocksatz wir hier verwenden wollen? Also genau, das wollte ich jetzt als nächstes machen. Also ich glaube, am wichtigsten und sinnvollsten ist es wirklich, wenn wir anfangen, erstmal ein Mauerdesign zu finden und uns von da aus nach von außen nach innen arbeiten und dann auch nachdem wir die Mauer erstmal rund gezogen haben, dann erst die Taskforce aufteilen, weil dann haben wir schon mal einen ungefähren Einblick, was wir an Blöcken verwenden können. Ja, ich fände die Mauer, muss ich ganz ehrlich sagen, also es soll ja wirklich ein Schloss-Burg-Anwesen werden. Und ich fände es persönlich gesagt echt geil, wenn die Mauer voll viel aus Blackstone bestehen würde und eventuell weißen Elementen, also wirklich so ganz kontrastreich, ohne dass es zu schachbrettmäßig aussieht. Haben wir hier Betten? Mit Steinen. Wir bauen ja ganz viel mit Blackstone bei uns und ich kann dir sagen, dass das super doof zu farmen ist. Also das ist, solange es Spark jetzt... Ich finde Blackstone auch ein bisschen zu dunkel, ganz ehrlich. Trading Station hat, kriegst du das halt echt kaum zusammen, da musst du echt oft irgendwie farmen gehen, also... Aber ganz ehrlich, Blackstone ist auch wahnsinnig duster und dunkel, so. Ja, vielleicht dann auch über Quarz, zumindest oder halt Blackstone-Elemente, also eine Quarzmauer mit Blackstone-Zinnen und Steinen dazwischen. Kroko-Fragen, der hat immer einen ganz guten Was ganz gut angeht. Passt, Josef, was wir bei uns im Rotsteinpark schon verwendet haben, ist halt, also normale Steinelemente, also Stonebricks und Blackstone gemixt, also das sieht insgesamt ganz gut aus. Und dann vielleicht sogar, kennt ihr, was war das nochmal, was ist das für Stadt? Nicht Minas Tirith, sondern, doch ist doch Minas Tirith die letzte runde Stadt, ne? Ja, das ist Minas Tirith. Also genau, vom Ding her, die ist ja komplett weiß eigentlich, ne? Weiß, gräulich. Ich finde halt, das ist so wenn ungefähr... Wenn du Direct about, bin ich weg. Nein, alles gut. Das ist so ungefähr, sage ich mal, zumindest so stilistisch, wo man sich, glaube ich, dranhalten kann. Also wirklich eine krass imposante Burg / Stadt mit unglaublich schönen Fantasy-Elementen halt. Das fände ich halt ganz geil. Und da könnte man auch sicherlich einfach so weiße Spitztürme dann zwischendrin einziehen, oder? Quasi Quarz mit einem Steinsockel und dann halt mit Quarz nach oben ziehen, ne? Also und dann wenn ihr eine Quarzburg bauen wollt, dann könnt ihr bei mir vorbeischauen, das mache ich gerade. Ich baue gerade mit Quarz und Stein ziehen. Ja, also eher Quarz als besonderes Element, nicht im Hauptelement der Burg. Blackstone zu dunkel, wenn man es nicht gerade wirklich für so einen düsteren Look geht. Und die Kombination aus Weiß und Schwarz, finde ich, sieht schnell... Also, nicht, dass jemand nicht schnell zappt. Also wir hatten so einen Turm gebaut auf einer anderen Welt, der sah am Anfang cool aus. Und als ich dann viermal vorbeigeflogen bin, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich mich auch satt gesehen. Also das finde ich dann würde den Classic Way gehen und wird die Burg aus Stonebricks mit Mossy Stonebricks am Sockel zumindest bauen. Genau. Und weiter hoch die Dächer würde ich dann halt fantasymäßig zum Beispiel beim Magierturm so ein geiles blaues Magierdach so. Schade, blau irgendwie so relativ. Hellblau ist so kupferig aussieht. Ja, hat die Prismariendächer halt, ne? Ja, nicht Prismarien, sondern wirklich hellblau. Prismarien finde ich aber so geil. Finde ich aber geil, muss ich ehrlich sagen. Prismariendächer sehen so, weil wir auch da die Möglichkeit haben, Stufen zu machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, ich würde Prismarien mit dem blauen Netherholz mischen. Ich glaube, das. Ja, das finde ich auch ganz geil. Meine ich nämlich auch. Also, ich würde es noch testen. Ich habe es noch nicht getestet, aber in meinem Kopf schaut das eigentlich ganz cool aus. Okay, warte, Computer spinnt. Mauern und Zäune zu machen. Dann doch haben wir, glaube ich, möglichst viele Varianten. Und blau ist, glaube ich, was uns allen gut gefällt. So wie ich das gerade rausgehört habe. Was ich noch sagen wollte, ich finde, Bruchstein ist immer ein sehr underrated Block. Also ein Bruchstein, Cobblestone, ne? In Kombination mit den Steinziegeln, das wirkt auch ziemlich cool, weil der noch ein bisschen... Ja, finde ich auch geil, Dann würde ich doch sagen, dann machen wir am besten irgendwie, also ich bin morgen Abend nicht da, freitagsabends vielleicht irgendwie mal, dass wir uns mal zumindest schon mal für das Mauerdesign zusammensetzen und dann schon mal in der Gruppe auswählen, was wir an Mauerdesigns machen können. Dass vielleicht jeder schon mal so ein bisschen was vorbaut irgendwie offscreen. Ich wollte sagen, wir können einfach mit Donald Trump machen. Jeder baut ein Mauerdesign und am Freitag gucken wir.
Ja, richtig, genau. Und dann gibt es den großen Pitch. Ja. Ja, alle zusammenbauen ist sowieso utopisch, dafür sind wir viele, das wird zu laut. Aber ja, immer mal wieder Meetings zusammen abhalten, auf jeden Fall eine nice Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.